Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei einem neuen Video und ganz, ganz lieben Dank auch wieder für die vielen tollen Kommentare und auch natürlich für die E-Mails, die ich erhalten habe. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ganz, ganz lieben Dank für das positive Feedback, vor allem diese Spiegelgesetze, die ich in den letzten Videos erklärt habe. Die haben bei vielen wirklich einen Durchbruch ausgelöst, kann man ja eigentlich schon sagen, dass man es noch mal besser versteht, ja, warum man von dem anderen, von dem toxischen Partner so viel lernen kann und dass man wirklich, wirklich, wirklich nur bei sich schauen und an sich arbeiten kann. Ich sage ja immer, der einzigste Mensch, den du verändern kannst, das bist du selbst. Die anderen kann man nicht verändern. Das ist einfach so. Ja, heute komme ich auch zu einem Wunschthema. Ich habe zu diesem Thema wahnsinnig viele Anfragen bekommen und auch kann man fast sagen, in jeder Therapiesitzung, zumindest in dem Erstgespräch, kommt immer wieder die Frage auf, was meinen Sie denn, ist denn mein Partner jetzt ein Narzisst oder hat er nur Bindungsangst oder hat er die Störung oder die Krankheit oder das Problem? Und da möchte ich heute einfach noch mal ein bisschen mehr aufklären. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht, vielleicht das auch noch mal zusätzlich anschauen. Narzisst oder Bindungsangst. Ja, und es ist ganz klar, dass man nicht einfach so mal eben schnell eine Diagnose stellen kann, nur weil sich ein Partner so typisch so und so und so verhält und das passt genau in das Schema, also kann er ja nur ein Narzisst sein. So einfach ist es leider nicht. Also nicht jeder Mensch, der narzisstische Anteile hat, ist sofort ein Narzisst. Nicht jeder Partner, der lügt und betrügt, ist gleich ein Narzisst. Nicht jeder, der rummanipuliert und dich versucht ins Bett zu kriegen, ist sofort ein Narzisst. Genauso nicht der, der dich abwertet, abhaut, sich totstellt und sich nicht mehr meldet und dann halt eben wieder angekrochen kommt, wenn er wieder einsam ist. All das sind keine Verhaltensweisen, die typisch für eindeutige Narzissmus sprechen. Da gehört schon viel, viel mehr dazu. Und deswegen sage ich immer Vorsicht vor diesen Diagnosen. Ich kann sowieso keine Ferndiagnosen stellen. Also selbst wenn meine Klienten mir sagen, der ist so und so und so, dann sage ich, na, das ist schon ziemlich narzisstisch. Aber ob er jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder nur diese Anteile oder was auch immer mit diesen Menschen ist, kann ich ja auch nicht einschätzen, weil ich diesen Menschen ja nicht direkt vor mir habe. Diese Diagnosen kann ja nur ein Psychiater oder Psychotherapeut stellen, ganz, ganz sicher. Und das eben auch nicht mal in 5 bis 10 Minuten, ich bin so und so. Auch nicht mal schnell mit dem Fragebogen, Kreuzchen hier, Kreuzchen da, ach, drunter Ergebnis, so und so viele Punkte, du bist ein Narzisst. Sondern da gehört viel, viel mehr dazu. Das macht man nicht mal eben zwischen Tür und Angel. Und selbst erfahrene Therapeuten werden natürlich von Narzissten geblendet, in Therapien auch manipuliert. Also das ist gar nicht so einfach, ja. Und am Ende ist es auch überhaupt gar nicht wichtig. So manche Frau, die diese Frage mir stellt, gerade wegen Bindungsangst, ja, ist es dann doch Bindungsangst, ist es vielleicht Narzissmus, durfte schon feststellen, dass der Partner, mit dem sie zusammen war, wo sie felsenfest davon überzeugt hat, der Arme hat ja nur Bindungsangst und sich aber dann trotzdem wieder getrennt hatte, nach x-mal on und off, musste sie dann feststellen, dass der zack die zack 3 Monate später eine andere Frau geheiratet hat. Dieser Mann, wo sie dachte, Bindungsangst hoch 10. Also da sind auch oftmals ganz andere Mechanismen dahinter, dass man immer bei sich selber gucken muss, dass vielleicht die eigene Verlustangst dafür gesorgt hat, dass man einen Partner von sich weggetrieben hat. Der muss gar nicht narzisstisch sein. Der muss noch nicht mal eine ausgemachte Bindungsangst haben. Vielleicht hat er sich einfach zu vereinnahmt gefühlt, weil die Frau so sehr geklammert hat und die Frau das vielleicht gar nicht richtig merkt, dass sie klammert und eben denkt, das, was sie gibt und gibt, ist ja nur lieb gemeint und ist ja eigentlich nur die Liebe, die noch gar nicht so reflektieren kann, dass dieses Vereinnahmen, dieses Einengen, dieses dem Mann hinterher telefonieren eine Überforderung für diesen Mann darstellen kann.
Ja, also ich hole hier wirklich weit aus. Ich weiß, die meisten, die das schauen, die sind in narzisstischen, toxischen Beziehungen, die wissen, dass das, was da abläuft, ganz und gar nicht lustig ist und dass sie nicht klammern. Aber ich möchte einfach mal so die ganze Bandbreite einfach mal darlegen, weil es natürlich immer wieder vorkommt, dass Männer viel zu schnell den Stempel Narzissmus aufgedrückt kriegen. Und das nicht mal annähernd so ist. Also ich habe auch immer wieder Klientinnen, das sind ja meistens Frauen in meiner Praxis, die mir auch sagen, der hat das gemacht, das und das und ist der totale Narzisst. Und ich denke, also kann ich jetzt gar nicht so sehen. Also sicherlich ist es nicht gerade toll, wenn man sich nicht meldet und untertaucht oder eine Affäre beginnt, ganz klar. Aber das ist noch lange kein Narzissmus. Da gehört viel mehr dazu. Und diese Beziehungen sind so wahnsinnig schmerzhaft, die das normale Maß überschreiten, die mit normalen Beziehungen, wo auch Lügen und Betrug drin vorkamen, gar nicht vergleichbar sind. Bei Narzissmus ist eben auch ganz krass zu beachten, die Empathielosigkeit, diese Manipulation, das Gaslighting. Auch dieses extreme Lovebombing, dieses Wahrheiten verdrehen, ja, was ja das Gaslighting ist, diese heftigen Manipulationen, die man oft erst viel, viel später im Nachhinein aufdecken kann. Und deswegen kann ich nur an dieser Stelle auch sagen, es reicht doch, wenn du bemerkst, mein Partner hat narzisstische Verhaltensweisen, nennen wir es mal so, mein Partner hat bindungsängstliche Verhaltensweisen. Mein Partner ist nicht ehrlich, er betrügt mich, er verspricht mir ständig etwas, was er nicht einhält. Er tut mir nicht gut, er verletzt mich und er wertet mich ab. Und wenn ich mir all das anschaue und wenn nur die Hälfte dieser Punkte zutrifft, dann darf ich mich doch fragen, warum zum Teufel bin ich mit so einem Menschen noch zusammen? Warum kann ich da nicht gehen? Warum nehme ich den anderen wichtiger als mich? Warum versuche ich, den anderen zu verändern? Du kannst niemand anderen verändern. Du bist auch nicht seine Therapeutin. Und da besteht ja auch die fragen, ist er ein Narzisst oder hat er nur Bindungsangst? Da ist im Hintergrund eine Hoffnung, ja Mensch, vielleicht hat er ja nur Bindungsangst. Narzissmus ist ja nicht heilbar, na dann wäre es schlimm, aber wenn er ja nur Bindungsangst hat, Mensch, da kann man doch was machen, dann kann man doch Therapie machen. Aber verdammt, wenn der andere nicht will, der will keine Therapie machen. Es sei denn, er geht freiwillig hin. Und da braucht er keinen Schubser von außen, sondern da muss er selber erstmal unter seinem eigenen Problem so sehr leiden müssen, bis er die innere Bereitschaft, den Wunsch und Willen hat, wirklich was zu verändern. Therapie zuliebe eines anderen Menschen zu machen, geht meistens in die Hose, weil in den meisten Fällen eben nicht der Wunsch und Wille dahinter steht, sondern nur des lieben Friedenswillen oder aus welchen Gründen auch immer. Manchmal wird ja auch manipuliert damit. Okay, ich mache Therapie, um dann eben wieder in die Beziehung reinzukommen, um dann nach kurzer Zeit die Therapie wieder abzubrechen. Ja, also viele narzisstische Menschen machen das ja. Die geben das vor, eben dieses Future Faking. Ich mache Therapie, jetzt wird alles gut, um dann gleich nach dem dritten, vierten Termin das gleich wieder sausen zu lassen. Also, deswegen, das darfst du dich fragen, warum muss ich das wissen? Warum muss ich immer alles über diesen anderen Menschen wissen, ich verstehe total und deswegen mache ich ja auch diese Videos, dass es wichtig ist, dass es ganz doll wichtig ist, zu erfahren, dass es solche Persönlichkeitsstörungen gibt, dass es Bindungsangst gibt, dass es Menschen gibt, die einfach nicht zu einem passen, wo man selber die eigenen Wünsche in die rein projiziert und dann vielleicht festklammert und deswegen der Mensch so reagiert und dicht macht. Das ist wichtig zu erkennen. Und man ist eine ganze Weile in dieser Phase, wo man eben diese Informationen für sich sammelt und dann feststellt, aha, das Ding hat einen Namen, interessant. Aber es ist auch nur ein Name, nur ein Stempel, was dieses Verhalten dann bekommt. Es ändert sich noch überhaupt nichts dran. Es hat nur einen Namen bekommen, dieses Verhalten. Und es hat auch vielleicht die Gewissheit bekommen, ich bin nicht alleine, es geht anderen auch noch so.
aber es ändert sich nichts daran. Und schau dir auch gerne nochmal das Video von mir an, die Warum-Falle. Ja, es ändert sich nichts für dich, wenn du weißt, es ist 100% Narzisst oder er hat Bindungsangst. Gar nichts. Er wird immer noch so sein, wie er ist. Er tut, was er tut. Er wird immer noch nicht sich in einen bindungsfähigen, verfügbaren Partner verwandeln, wenn du das weißt. Und bitte nicht auf den Gedanken kommen, den anderen zu retten und heilen zu können. Du kannst niemals seine Therapeutin sein. Das Einzige, was du verändern kannst, bist du selbst. Und wenn du feststellst, ich hänge an diesen Menschen, obwohl er mir so oft wehgetan hat. Ich kann ihn nicht verlassen. Ich liebe ihn, obwohl er fremd geht, lügt und mich abschießt und dann wiederkommt und on off. Ich kann nicht gehen. Dann ist es ganz, ganz hochdringend an der Zeit, bei dir zu schauen. Erstens, bin ich in der Liebessucht gefangen? Bei On-Off-Charakter von Beziehungen kannst du schon mal davon ausgehen, dass du da mit Sicherheit liebessüchtige Tendenzen entwickelt hast. Und auch, was sind meine inneren Muster, die Beziehungsmuster, die dafür sorgen, dass ich erstens diesen Menschen angezogen habe, der einfach sich nicht entscheidet, der unverbindlich ist, der nicht da ist. Was habe ich für innere Schmerzen in mir, die der andere nur in mir hochholt, der bei mir da bing auf meinen Schmerzknopf drückt und diesen alten Schmerz rausholt. Deswegen ist der da. Der ist dein Personal Trainer. Der ist, ja, wie Robert Beetz sagt, dein Arschengel, der auf übelste Art und Weise gekommen ist, um dir zu sagen, Mensch, guck doch dahin, da ist noch so viel Schmerz. Guck zu diesem, genau dem Schmerz. Das wird deine Heilung sein. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du das erkennst. Ich weiß, man möchte viele Antworten haben. Und ich bin auch immer bemüht, diese Antworten zu geben. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, man beschäftigt sich nur mit dem anderen. Ist er Narzisst? Ist es das? Was kann man da machen? Dann guckst du im Internet, was für Therapiemöglichkeiten gibt. Das ist für eine gewisse Zeit alles in Ordnung. Aber irgendwann muss der Fokus wieder auf dich kommen. Am besten so schnell wie möglich. Und dieses Recherchieren und den anderen diagnostizieren wollen und gucken, ist eigentlich auch so eine Strategie, eine unbewusste Strategie, muss ich dazu sagen, vom eigenen Schmerz wieder abzulenken. Weil du merkst ja, dieser Schmerz kommt hoch und so versuchst du, Ablenkungsmanöver zu kreieren, dass du nicht bei dir gucken musst. Weil es ist natürlich immer einfacher zu sagen, der hat das Problem, der ist doch krank, der ist gestört. Der hat Bindungsangst oder, ach Mensch, der Arme. Manche sagen auch, oh Mann, vielleicht ist er ja gar kein Narzisst und ich habe ihm so Unrecht getan. Du kannst niemandem Unrecht tun, indem du bei dir bleibst. Du kannst niemandem Unrecht tun, wenn du sagst, es tut mir weh und liebevoll Grenzen ziehst. Damit kannst du niemandem Unrecht tun. Und da ist wieder zu erkennen, Alarmglocke, da ist ein Schuldprogramm in dir. Ich darf keine Grenzen setzen, ich muss lieb sein, ich muss mir alles gefallen lassen und so weiter. Oder ich kriege niemanden anderen, weil ich es nicht wert bin, geliebt zu werden. Also lieber den behalten, der mir wehtut, als ganz alleine zu sein. Das ist so vielfältig, welche Muster dahinter stehen. Und ich weiß, es ist nicht so einfach, das für sich zu erkennen. Also, du hast mein vollstes Verständnis, wenn du wissen möchtest, warum er ob er Narzisst ist oder Bindungsangst hat oder was zum Teufel mit ihm los ist. Und ich kann dir sagen, es spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob er die Persönlichkeitsstörung hat mit Stempel und Siegel und Urkunde oder ob er nur Anteile hat. Fakt ist, er verhält sich einfach nicht in Ordnung. Vielleicht ist er einfach nur ein Egoist, der einfach keine gute Erziehung genossen hat, der nicht weiß, wie man mit Frauen umgeht und dass es sich das und das und das nicht gehört. Also deswegen immer vorsichtig sein mit diesen Selbstdiagnosen oder mit diesen Diagnosen, was der andere haben könnte. Es hält dich gefangen in diesem Gedankenkreis. Du siehst, der verhält sich nicht gut, es tut mir nicht gut. Warum zum Teufel bleibe ich da drin? Und wenn du aus eigener Kraft nicht rauskommst, ist es ganz, ganz wichtig, dir entweder Hilfe zu suchen,
Oder in der Selbsttherapie und im Selbstcoaching, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die ich schon vorgestellt habe, deine eigenen blinden Flecken zu finden, deine Muster zu finden, zu knacken und zu lösen. Und wenn die gelöst sind und du stehst wieder vor diesen Menschen und der macht wieder Abschuss, Abwertung, haut ab, taucht unter, geht fremd, dann wirst du vor dem stehen oder sitzen und denken, nee, ich habe was Besseres verdient. Ich habe es verdient, glücklich zu sein. Das brauche ich mir nicht einen Tag länger anschauen. Das ist ja Verschwendung meiner Lebenszeit. Schade, dass er mich und meinen Wert nicht erkennt. Obwohl ich diesen Menschen sehr, sehr lieb habe, aber er erkennt mich nicht. Und dann kannst du aufstehen und gehen und es wird dir nicht wehtun. Du wirst wissen, das ist der Falsche. Der sieht mich nicht, der erkennt mich nicht, aber du hast dann deinen eigenen Wert erkannt und meinst du nicht, dass du was Besseres verdient hast als diesen Menschen, der dich nicht wertschätzt und dir immer wieder wehtut. Ganz egal, ob er Narzisst ist, Borderliner, Psychopath, Bindungsängstler oder einfach nur ein Egoist, der einfach nicht weiß, wie man sich vernünftig Frauen gegenüber verhält, oder? Ich denke mal schon, dass du was viel, viel Besseres verdient hast. Also, wenn du da Hilfe brauchst, schau gerne auf meiner Seite www.liebenohneleiden.de. Für Terminvereinbarung einfach eine E-Mail schicken unter verwandlung@haus-mariposa.de. Das soll es für heute gewesen sein. Also zerbrich dir nicht zu viel den Kopf, was mit deinem Partner los ist. Drehe den Blick. Denk auch immer wieder an das Spiegelgesetz. Guck dir vielleicht da die Videos nochmal an. Also wenn du da überzeugt bist, dein Partner hat Bindungsangst, was spiegelt dir das? Habe ich vielleicht auch Bindungsangst? Gibt ja auch die aktive und die passive Bindungsangst. Und die passive wäre halt dann vielleicht dein Teil? Das einfach mal so als ganz liebevolle Frage zum Schluss. Gut. Das soll es gewesen sein. Du vergisst bitte nicht, dass jeder Tag ein Geschenk ist. Und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.